Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die vor einer Woche vorgestellte niedliche Mischlingshündin Bessie hat bis jetzt leider keine Interessenten gefunden. Das anhängliche Hündchen möchte doch so gern neue Menschen, die ihm ein sorgloses Hundeleben schenken können. Auch das ebenfalls vorige Woche vorgestellte Fundkätzchen wartet weiter, denn es haben sich keine Besitzer gemeldet. Das Katzenmädchen braucht nun schnell ein neues Revier. Heute stellen wir zum zweiten Mal die Schäferhündin Maxi vor. Sie kam im Herbst 2018 in die Arche Noah, weil ihr Herrchen gestorben war und dessen Ehefrau mit dem Hund nicht zurechtkam. Die Hündin wurde im Jahr 2010 geboren und ist damit schon eine Seniorin. In der Arche Noah wurde sie wegen eines Milchleistentumors operiert und dabei gleich sterilisiert. Maxi geht es wieder gut, sie ist noch sehr sportlich und fit. Vor kurzem lebte die Hündin für 2 Wochen auf Probe in einer Familie, das aber ging nicht gut. Maxi bindet sich an eine Person und möchte diese dann auch beschützen. Da es eine Familie mit Kind war, kam Maxi mit dieser Konstellation wohl nicht zurecht. Maxi lebte ihr bisheriges Hundeleben in einem Zwinger und auf einem Grundstück. Bezugsperson war das verstorbene Herrchen, mit dem sie auch spazieren ging. Maxi würde am besten zu einer Einzelperson passen, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg. Die Hündin geht in der Arche Noah mit einem Mitarbeiter und auch mit einer ehrenamtlichen Helferin gern Gassi. Sie ist menschenfreundlich und aufgeschlossen.